Hallo alle zusammen. Heute gibt es von mir einen Tag, wie ihr schon unten lesen konntet, und zwar den Tag Bücher des Regenbogens Reloaded. Ja, den gibt es ja schon irgendwie seit einem Dreivierteljahr oder so. Den hat Forever Stockholm, also hat sie ins Leben gerufen. Und ja, ich fand den eigentlich voll schön und ja, obwohl es jetzt ganz spät ist und mich keiner getaggt hat, weil es mich da noch gar nicht gab, also auf YouTube noch gar nicht gab, ist völlig egal. Ich möchte auf jeden Fall mitmachen und ich habe den so ein bisschen erweitert. Ich habe nämlich für alle Farben ein Buch genommen, das ich schon gelesen habe und dann nochmal ein Buch genommen, was ich noch nicht gelesen habe, was ich gerne noch lesen möchte. Ja, also im Endeffekt seht ihr einfach nur mehr Bücher von mir. Ja, fangen wir mal an mit der Farbe Rot. Das Buch, was ich schon gelesen habe, ist Tote Mädchen lügen nicht von Jay Asher. Und das kann ich euch auch wirklich nur empfehlen. Es ist zwar ein bedrückendes Thema, geht um Selbstmord bei einem Mädchen, die dann, also vor sie sich umbringt, Kassetten aufnimmt, auf denen sie bespricht, warum sie sich umgebracht hat, 13 Gründe, die dazu führten, und diese Menschen, die darin sozusagen einen Anteil haben, die bekommen diese Kassetten nachher zugeschickt. Das ist auch ein bisschen unheimlich, aber wirklich ein klasse Buch. So, dann das Buch in Rot, was ich noch nicht gelesen habe, und das ist jetzt der vierte Teil, weil der erste Teil ist blau, aber egal. Und zwar ist das Atlantis, die Seele des Kriegers von Alyssa Day. Also wie gesagt, der erste Teil ist blau. Ich verlinke es euch in der Infobox. Ja, ich möchte diese Reihe aber unbedingt lesen. Ich habe die schon bestimmt auch ein halbes Jahr bei mir stehen, die ersten vier Teile. Es geht noch weiter, bei mir sind bisher noch nicht erschienen. Ja, ich hoffe, ich komme bald dazu. Dann geht's weiter mit der Farbe Orange. Und ja, doch, es ist ein bisschen orange. Und zwar Plötzlich Fee, der dritte Teil Herbst nach von Julie Kagawa, also Herbstnacht, T hinten dran. Ja, es ist auch ein bisschen gelb, aber ich habe es jetzt einfach dazu, weil ich habe nicht so viele orangene Bücher. Das wurde ein bisschen schwierig. Ich hätte noch Panem nehmen können, aber egal. Aber ich fand tatsächlich auch den Band am spannendsten von den vieren, die ich jetzt gelesen habe. Nach den vieren hört es ja auf, dann gibt es nur noch so einen Kurzgeschichtenband. Und der dritte hat mir sogar am besten gefallen. Deswegen steht stellvertretend für die Reihe. Und die war ganz, ganz süß mit Megan, die erfährt, dass sie eine Halbfee ist und ins Reich der Feen muss, um ihren Bruder zu retten, der nämlich entführt wurde. Ja, richtig toll. Und dabei trifft sie auf Ash, den Winterprinzen. So, dann ein Buch in Orange, was ich noch lesen möchte. Und zwar ist das Trostpflaster von Anne Herz. Ich habe jetzt ganz, ganz viele Bücher von Anne Herz hier stehen, weil ich mir die alle mal gebraucht gekauft habe. Ja, und ich hoffe, das Wetter ist bald so weit, dass ich mich danach fühle, lustige Frauenliteratur zu lesen. Ja, und ich finde, die Cover sind immer so süß bei Anne Herz. Sie sind richtig, richtig schön gestaltet. Ja, weiter geht's mit der Farbe Gelb. Und zwar habe ich gelesen Männertaxi von Andrea Kossmann, auch bekannt als Kossi hier auf YouTube. Das Buch ist einfach göttlich. Ich habe es im Urlaub dabei gehabt und ich lag wirklich auf der Sonnenliege teilweise und habe mich weggeschmissen vor Lachen. Es ist wirklich super süß, die Geschichte, und ich konnte Isa so gut leiden. Es hat so viel Spaß gemacht. Es geht darum, dass Isa eine Marktlücke entdeckt und sich denkt, wieso kann man Männer denn eigentlich nicht wie Pizza bestellen? Auch ein extra scharf zum Beispiel. Und gründet kurzerhand einfach selbst so ein Unternehmen. Richtig süß. Dann das Buch, das ist jetzt mehr so ein, naja, doch schon so hellgelb Vanille. Und zwar ist das Auf den ersten Blick von Danny Wallace. Das möchte ich auch unbedingt noch lesen. Das klingt richtig vielversprechend, aber ich habe so ein bisschen Schiss davor. Ich meine, es sind eigentlich nur 500 Seiten, aber das ist so wuchtig, das Buch. Wenn man so dagegen hält, so an dem Herz, ist halt schon ein bisschen größer und ne? Die hat ja auch ein paar von 400, 500, 460 Seiten. Naja, egal. Ja, Entschuldigung. Ja, das möchte ich aber auch unbedingt lesen. Ich sage ziemlich oft ja. Des Weiteren die Farbe Grün. Und zwar eines meiner absoluten Lieblingsbücher, City of Bones, die Chroniken der Unterwelt 1 von Cassandra Clare.
Wer das noch nicht kennt und Fantasy liebt, der soll sich dieses Buch kaufen. Das ist so, 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 so klasse. Clary ist so toll und Jace ist so toll. Ich habe die beiden so in mein Herz geschlossen und ich kann es nicht mehr erwarten, bis jetzt im Sommer der Film dazu rauskommt. Das muss einfach genial werden. Das ist so eine tolle Geschichte und hat Spannung und Romantik und Tragik und Drama und ich weiß nicht alles. Also es ist richtig, richtig, richtig toll. Kann ich euch nur ans Herz legen. Ist auch der erste Band, ja. Dann möchte ich lesen ein grünes Buch und zwar Das verbotene Eden, David und Juna von Thomas Thiemeier. Habe ich bisher sehr viel Gutes gehört. Es liegt schon seit über einem Jahr auf meinem Subs. Habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen, weil ja, ich möchte es ja unbedingt haben. Ja, wie das dann so ist. Aber ich bin im Moment nicht so in der Dystopie-Laune. Aber irgendwann wird es dran kommen. Ich bin mir ganz sicher. Sieht voll hübsch aus. Und der zweite Teil, der ist so richtig schön lila. Habe ich aber noch nicht, weil erster halt auch noch nicht gelesen. Dann die Farbe Blau. Und zwar habe ich mir da ausgesucht Ein Herzschlag danach von Sarah Alderson. Ich habe sehr viele blaue Bücher, habe ich bei der Gelegenheit festgestellt. Ja, weil ich finde, das Buch kann nicht oft genug in die Kamera gehalten werden, weil es so relativ unbekannt ist und es muss bekannter werden, weil es eine wirklich tolle Geschichte ist. Von Lila, die telekinetische Fähigkeiten hat und auf der Flucht ist vor Angreifern und viele Geheimnisse, die in der Vergangenheit noch verborgen liegen. Und was hat eigentlich ihr Bruder mit der ganzen Sache zu tun? Und ihre Liebe Alex, die sie nach Jahren jetzt wieder trifft, den sie schon seit ihrer Kindheit liebt und der aber für sie nichts weiter empfindet als schwesterliche Gefühle. Ein ganz, ganz, ganz tolles Buch. So. Dann möchte ich lesen Die Bestimmung von Veronica Roth. Roth, TH und so. Davon habe ich ja auch schon so viel Positives gehört. Aber es ist halt auch eine Dystopie, auf die ich im Moment keine Lust habe. Aber wenn ich wieder im Dystopienfieber bin, dann muss das gelesen werden, weil das kann ja nur genial sein. Also ich habe schon so viele Leute davon schwärmen hören. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es mir auch echt gut gefallen wird. So, ich habe ein Platzproblem. Dass die Bücher sich gleich stapeln, dass ihr die hier vor meinem Gesicht seht. Aber es ist jetzt nur noch die Farbe Lila. Und zwar habe ich mir da ausgesucht, Geboren um Mitternacht, Shadow Falls Camp, der erste Teil von CC Hunter. Ich habe bisher nur bis zum zweiten gelesen, der dritte steht aber schon bei mir im Regal. Und ich muss sagen, es hat viel Potenzial, diese Reihe. Mir gefällt die ganze Idee. Ich finde sowieso irgendwie so Camp- oder Internatgeschichten finde ich klasse. Ich weiß auch nicht warum, wenn alle Leute da auf einem Haufen hocken, so viele Teenager, und dann geht da irgendwie die Post ab. Das finde ich irgendwie cool. Ja, es geht um Kylie, die eigentlich völlig normal ist. Sicher. Davon geht sie auch ziemlich lange noch aus. Das ist wirklich was mich genervt hat, dass sie davon ausgeht, dass sie normal ist. Und wir alle wissen, nein, das ist nicht so. Ja, aber ansonsten kommt sie in ein Camp voller Übernatürlicher, in dem es wirklich alles gibt. Vampire, Werwölfe, Gestaltwandler, Feen und Hexen. Also alles ist vertreten. Das finde ich ziemlich cool, wenn man... Es ist bei City of Bones auch so, dass mehrere Gestalten aufeinandertreffen. Man hat aber nicht das Gefühl, dass es zu viel ist, dass man damit erdrückt wird. Oh mein Gott, es gibt so viele Kreaturen, auf die man sich irgendwie konzentrieren müsste. So ist es nicht. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Dann noch ein lilanes Buch, was ich lesen möchte. Und zwar ist das Sturz in die Zeit von Julie Cross, ein Zeitreiseroman. Zeitreise, das geht bei mir eigentlich immer, finde ich immer total toll. Allerdings hat mich das jetzt ein bisschen abgeschreckt, weil irgendwer meinte, das wäre total scheiße. Also wenn man Rubinrot gelesen hätte und... Also ich habe zum Beispiel auch Hourglass gelesen, das war wirklich toll, auch als Zeitreise. Ja, auch geht um das Thema Zeitreise. Und das wäre dagegen so schlecht. Das hat mich ein bisschen beunruhigt, deswegen warte ich ein wenig ab, bis die Bücher, die ich um Zeitreise gelesen habe, so ein bisschen aus meinem Kopf raus sind, damit ich mich dann komplett darauf einlassen kann und das nicht unbedingt so sehr vergleiche. Wenn ihr wisst, was ich jetzt meine. So, das waren die Farben des Regenbogens. Und es wurde optional die Frage gestellt, ob man noch Bücher zeigen möchte, die schwarz und weiß sind. Und ich dachte, klar, machen wir doch gleich mit. Und zwar als schwarzes Buch habe ich mir ausgesucht Mond Silberlicht von Mara Wolf. Ist der erste Teil der Mondlicht-Saga, also ist eine Trilogie.
Und das ist auch ein ganz, ganz tolles Buch. Also wer das noch nicht kennt, der musste sich auch mal angucken. Das ist auch Fantasy. Es geht um, ja, Emma. Emma, die nach Schottland zieht zu ihrem Onkel und dort auf einen Jungen trifft, der kein normaler Mensch ist und ein Wesen ist, was ich so noch nie irgendwo gelesen habe. Deswegen war es was völlig Neues für mich und es ist eine tolle Geschichte. Ja, dann möchte ich lesen Magical von Alex Flynn. Das ist eine Märchenadaption zu Aschenputtel. Davon gibt es auch noch Kiss, das wäre der Froschkönig, und Beastly ist die Schöne und das Biest. Beastly sagt wahrscheinlich einigen was, weil das auch verfilmt wurde. Ich möchte eigentlich alle Bücher lesen von ihr. Die stehen auch alle bei mir im Regal. Und die sind doch alle schwarz, hätte ich sie alle nehmen können. Aber hier war halt noch ein bisschen Pink dabei. Und ja, Mädchen. Cinderella ist so eine tolle Geschichte, deswegen habe ich das jetzt einfach genommen. Steht aber stellvertretend für alle Teile, die ich noch lesen möchte. So, und kommen wir schon zum letzten. Und zwar der Farbe, also Farbe Weiß, das Nicht-Vorhandensein von Farbe Weiß. Und zwar habe ich hier genommen Frostkuss, Mythos Akademie 1 von Jennifer Estep. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich konnte mich aber bisher noch nicht dazu durchringen, Band 2 und 3 zu kaufen, weil irgendwie es mich dann doch nicht so gefesselt hat. Wenn einer von euch jetzt sagt, hier, das wird sowas von viel genialer als... Also ich fand den ja nicht schlecht, der war ja wirklich gut. Aber ich konnte mich nicht so ganz mit Gwen hier anfreunden. Gwen ist die Protagonistin, die in dem Internat lebt und halt so ein bisschen Außenseiter ist und ja, auch ein Abenteuer sozusagen erlebt. Ja, wenn ihr da was wisst, könnt ihr mir gerne sagen, ob das besser wird. Also noch besser, ne? Weil es war ja nicht schlecht. Das will ich ja nicht sagen. So. Und das allerletzte Buch, das weiß ist und das ich gerne noch lesen möchte, ist... ja. Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. Das habe ich empfohlen bekommen von einer Abonnentin. Du seist gegrüßt. Ja, das klingt wirklich interessant. Und, ja, das ist von der Autorin, die auch Delirium geschrieben hat, wenn euch das was sagt. Und ich fand, die hat eigentlich ziemlich gut geschrieben, deswegen hat mich das auch sehr interessiert. Ja, mal gucken, wann es soweit ist, dass ich es dann lese. Ich finde den Titel irgendwie cool. Das war richtig lang. Den werde ich auch niemals in eine Videoüberschrift packen können. Aber ich finde es cool. Ja, das waren meine Bücher des Regenbogens plus Schwarz und Weiß. Ja, das Problem ist, ich würde jetzt gerne Leute taggen. Aber der Tag ist so alt, also was heißt alt, ein Dreivierteljahr, der ist ja schon älter und das haben schon so viele Leute mitgemacht, dass ich da gar niemanden weiß, wen ich taggen kann. Ich könnte Maria taggen von Mario E. Oh Gott, 89. Du weißt, dass du gemeint bist. Die Schuki-Books könnte ich taggen. Jessie und Nini. Ihr seid ja auch noch nicht so lange dabei. Wen gibt es denn noch, der noch nicht so lange dabei ist? Ich weiß es nicht. Reading Vanny, hast du den schon gemacht? Wie lange machst du schon Videos? Ich weiß es nicht. Okay, also alle anderen, die das Video noch nicht gemacht haben, diesen Tag gerne mitmachen möchten, die sollen sich hiermit bitte getaggt fühlen. Ja, das war's von mir und bis zum nächsten Mal.